sondern jetzt gebe ich das Mikrofon noch an eine Dame weiter, die auch noch etwas zu sagen hat. Hallo, ihr Lieben! Heute tue ich das Mikro, Mike. Ja? Hallo, ihr lieben Durchhalter, seid herzlich gegrüßt. Vielen Dank für den unermüdlichen Einsatz, den manche von euch bringen, auch dass einige von der Schweiz, Deutschland oder Land Salzburg extra kommen und dies bei diesem Wetter. Auch ganz herzlichen Dank für die Organisation. Auch Peter Ennemoser muss ich mich mal bedanken. Bitte weiterhin berücksichtigen, dass die Regeln eingehalten werden. Es mischen sich immer wieder absichtlich Extreme dazu, die mit dem Sinn einer Demo nichts zu tun haben. Lasst bitte Aggressionen woanders raus. Aber Demos sollten sehr wohl ein Zeichen sein, dass sich der Bürger Unrecht und illegales Vorgehen nicht gefallen lassen darf. Er muss handeln und auch ein wenig riskieren. Es werden jetzt pausenlos Gesetze einfach schnell verändert, so wie es die Regierung gerade braucht. Beinahe, ich kann nicht so laut sprechen, bitte ein bisschen leiser. Mikrofon weiter zu. Ja. Es werden jetzt pausenlos Gesetze einfach schnell verändert, so wie es die Regierung gerade braucht. Beinahe alles ist inzwischen möglich. Von wegen Rechtsstaat. Haha. Um wie viel mehr Teilnehmer wären heute gekommen, wenn sie wüssten, welche Pläne die Regierung wirklich vorhat bzw. zu erfüllen hat. Fast ganz Salzburg wäre hier. Regierungen auf der ganzen Welt sind nur Befehlsempfänger, vergesst es nicht, Knechte, denn es gilt nach wie vor. Wer zahlt, schafft an. Und dies ist Bill Gates und Rockefeller und alle Reichen der sogenannten Elite. Sie alle hatten sehr, sehr lange Zeit, den Plan auszureifen. Wie kann man die Weltbevölkerung reduzieren? Vor Jahren hat Gates bereits darauf hingewiesen, dass es dann laufend Impfungen gibt, das Problem mit der Überbevölkerung ist dann gelöst. Also er war nur ehrlich. Es ist möglich, durch sehr, sehr viel Geld, das richtige Know-how und die richtige Connection, also Verbindungen, fast alles auf der ganzen Welt umzusetzen. Wer nicht folgt, wird weiter bestraft. Sie fühlen sich wie Götter. Unglaublich. Wäre da nicht unser Schöpfer, der keine anderen Götter neben sich will? Man will auch nicht allzu kluge Leute, denn die kann man nicht so leicht führen, manipulieren. Sie könnten sehr wohl die Pläne hinausziehen, weil sie durchschaut wurden. Es geht nur um Macht und um Impfung zur Rettung des Finanzsystems. Es werden zu viele für falsche Aussagen bezahlt. Das Volk hat aber ein Gespür für die Lügen. Dies wurde gewaltig unterschätzt. Außerdem gibt es derzeit noch genügend andere gravierende Weltprobleme, wie wir wissen, die viel mehr Priorität hätten als eine Impfung. Wenn wir nicht genau wissen, was in den Vakzinen ist, wie sollen wir dann wissen, ob uns eine bekannte Allergie auf welche Bestandteile bevorsteht? Adeno-Schimpansen-Virus, aus was bestehen die Seren? Ist es PEG-Hauptstoff Ethylenoxid, das sehr wohl gut verändernd und krebserzeugend ist, oder Graphenoxid, winzige Metallteilchen oder Nanopartikel, Zytokine-Sturm in der Zelle. Lesen Sie darüber, ich wiederhole, Zytokine-Sturm in der Zelle. Lesen Sie darüber. Oder wird es gemischt? Internationale Wissenschaftler bestätigen auf alle Fälle das Vorhandensein von Toxinen. Läuft in der Medizin alles unter Impfexperiment laufend Phase 4. Die Entdeckerin von Omikron, diese Angelique Tsuetsi mit zwei E am Schluss,
aus Pretoria, versteht Europa nicht, welche unbegründeten Maßnahmen die hier haben. Sie sagt, dass kein einziger nur wegen Omikron im Krankenhaus war in Südafrika. Es wird leider entwickelte neue Infektionen und neue Seren geben. Ein Bombengeschäft. Es ist bereits die Impfung gegen Gürtelrose. Entschuldigung, weil das nervt. Vorbereitet. Also wissen Sie es schon lange vorher. Läuft nach Plan. Es wird auch bereits vom hämorrhagischen Fieber gesprochen. Also wir bluten. Das wäre schlimm. Jetzt kommen noch krasse Zeiten auf uns zu. Macht euch nichts vor. Ab Frühjahr sollen wir wieder durchschnaufen, aber nur bis zum Herbst. Vergesst nicht, die Regierungen müssen gehorchen. Sie müssen dies durchziehen wegen dem Finanzsystem. Die wenigsten wissen da Bescheid. Der Staat hat kein Geld mehr. Er hat nicht echtes Wirtschaften gelernt. Das Geld, das jetzt so großzügig verteilt wird, müssen wir alle aufbringen. Auch enorme Summen für Impfschäden bezahlen wir. Es weiß nur kaum einer. Die Regierung wird sich mehr und mehr das Geld von uns holen, in unser Vermögen eingreifen, weil kein Geld mehr da ist. Es ist bereits von Enteignung die Rede. Man drückt es dann aber anders aus, nämlich Lastenausgleich. Viele sollten hier viel mehr hinterfragen, viel mehr die Zusammenhänge global versuchen zu verstehen. Nicht nur Österreich betreffend. Österreich ist für Corona ein Versuchsland, ein Vorzeigeland, ein Testland. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, also die Nummer eins. Geht's noch? Moment. Wir sind gut genug für Experimentierversuche, gratis Laborraten. Zahlen werden gekonnt verschoben. Es soll alles für eine Impfung sprechen, aber das kennen wir ja. Bedeutung hat nur der digitale Impfpass mit allen Daten und ihre Unterschrift vor der Impfung, die jeder selbst wollte. Denn dadurch ist die Regierung abgesichert. Egal welche Nebenwirkungen sie haben, sie müssen sich auch die Kosten selbst leisten können, bevor sie unterzeichnen. Der Staat hat alle Rechte, wenn er so viele Daten von ihnen hat und dann auch noch ihre Unterschrift. Aber die Leute geben so unendlich gerne alle ihre Daten her. Daten sind das neue Geld, vergesst das nicht. Es hängt alles mit allem zusammen, das wisst ihr. Elga, WHO, Bill Gates führt ja der WHO oder unterstützt sie. Institute, Konzerne, Pharma, Daten, Smartphone nicht unterschätzen, bargeldlose Bezahlung oder glaubt ihr etwa noch an echten Datenschutz? Guter Spruch dazwischen, alle Macht geht vom Volk aus und jede Regierung... Alle Macht geht vom Volk aus und jede Regierung hat die Dienerin des Volkes zu sein. Nicht umgekehrt. Nicht das Volk hat der Regierung zu dienen. Ja, ein bisschen noch. Der größte Feind der Freiheit sind die zufriedenen Sklaven, hat Einstein gesagt. Ich habe das heute schon anders wo gelesen, aber anders formuliert. Die besten Tipps, die man geben kann, Ihr Immunsystem so gut wie möglich stärken. Wissen Sie, Vitamin A, B-Komplex, den ganzen Komplex, nämlich B1, B2, B6, B12, C, D, E, Folsäure und Mineralstoffe wie Eisen, Kupfer, Selen, Zink. Immunsystem wird durch Impfung und 5G extrem geschwächt. Wissen viele nicht? War auch alles geplant. Smartphone und Handy so oft wie möglich ganz ausschalten, nicht nur nachts. Unbedingt, und zwar wegen der Strahlung und wegen der Kontrolle in Geschäften und Einrichtungen, auch bei Bushaltestellen. Smartphone öfters reinigen, nicht vergessen, auch Mikrofone, Tastaturen. Und was so viele nicht wissen, LAN statt WLAN verwenden, geht nämlich auch, strahlt aber viel, viel weniger. Fragt mal einen Messtechniker. Habt auch alles für eventuelles Blackout zu Hause, nicht nur Taschenlampen.
Volltanken, Geld in kleinen Scheinen. Druckt euch Listen aus, das kann plötzlich auftreten. Dann können wir nicht mehr sprechen, dann wissen wir nichts mehr. Wir leben, Einstein hat so gut gesagt, 143 Jahre, glaube ich, wird er jetzt alt. Wir leben in einer Welt, wo Ehrlichkeit als Schwäche zählt und Lügner auf Hände getragen werden. Danke. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke.